haben Sie das aufgrund von konkreten Fragen, die mit diesem Teilnehmerkreis abgesprochen waren, rausgefiltert? Oder ist das alles eine Interpretation innerhalb des Werteraums? Das ist mir noch nicht klar geworden. Das Zweite ist, würden Sie sagen, dass für die Vertrauensbildung, weil das war ja die Frage dieser Studie, soziale Nachhaltigkeit mittlerweile wichtiger geworden ist als ökologische Nachhaltigkeit oder hält sich das die Waage? Der Clusterbildung, das läuft wirklich rein mathematisch. Das heißt, ich gucke mir einfach alle Elemente an und gucke, welche Streuung, welches Element ist, erklärt am meisten die Reststreuung aller anderen Elemente. Also ich suche mir die Elemente aus zur Gruppenbildung, die die höchste Varianzerklärung erlauben. Ich weiß nicht, ob das Antwort so... Aber wenn Sie zum Beispiel feststellen, hier fast durch den ganzen Raum variiert die Einschätzung von Demokratie. Und mit dieser Variation variieren die meisten anderen Einschätzungen. Das heißt, die höchste Varianzaufklärung leistet dieses Element. Und dann mache ich die Gruppenbildung auf der Basis dessen, weil ich weiß, dass die Varianz dieses Elementes am ehesten geeignet ist, um Gruppenunterschiede zu definieren. Aber von den Elementen, die da zum Vergleich angeboten wurden, war da direkte Demokratie? Das war ein Element. Das war ein Element. Ja, alle Dinge, die wir dort als Punkt im Raum verorten, sind immer Elemente, die vorgegeben waren. Die gelben. Also das ist die Liste von 60 Vergleichselementen. Und da war direkte Demokratie repräsentative dabei. Und was ich gar nicht erwartet hatte. Ich gucke mir die Daten an und denke, was ist das denn? Wieso macht plötzlich dieses Element Demokratie so einen extremen Unterschied? Weil ich hatte gedacht, das ist, wie man das vielleicht erwarten würde, ein klares Konzept oder so, aber dass das den ganzen Raum durchexplodiert, das hat mich schon gewundert. Und dass das dann die höchste Varianzaufklärung hat, hat mich noch im nächsten Schritt gewundert. Also die Leute haben offenkundig inzwischen so etwas wie eine Suche nach der Definition von Demokratie. Das ist kein eindeutiges Bild mehr. Irgendwie scheint es eine Redefinition von Demokratie zu geben. Im Moment. Dieser Raum ist mehr definiert über soziale Nachhaltigkeit als über ökologische. Eindeutig. Also da ist dieser Aspekt oben zwar da, nicht, dass das nicht vorhanden wäre, aber es wird sehr, sehr stark dominiert durch die sozialen Wirkungen. Also wenn ich sagen würde, wie könnte ich heute in diesem Muster Resonanz erzeugen für Nachhaltigkeitsthemen, indem ich menschliche Betroffenheit thematisiere. Also in dem Moment, wo ich Klima thematisiere, sollte ich sozusagen die Unmittelbarkeit der menschlichen Betroffenheit mit thematisieren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ökologische Thema spielen kann, ist nicht so sehr abstrakt Ökologie, sondern immer gefiltert über das, was die Menschen daran angeht. Das ist ja auch genau das, was passiert, ne? Wenn das Global Humanitarian Forum dann eine Studie veröffentlicht, wie viele Leute mittelbar oder unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind. Früher war das nicht nötig. Also wenn Sie ein bisschen zurückdenken, da war sozusagen fast eine aggressive Metapher da, wir müssen die Welt vor dem Menschen schützen. Das war eine massive Aussage. Sie erinnern sich vielleicht noch an diesen Film Matrix, da gab es eine Sequenz, wo die das sogar auf den Punkt gebracht haben. Da waren diese Maschinenmenschen, die sagen, wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid die Viren der Welt. Ihr seid das, wovor man die Menschen, die Welt schützen muss. Das war eine sehr aggressive Metapher gegen den Menschen für die Natur. Und das hat sich gedreht. Im Moment ist das mehr so, dass die Menschen sagen, naja, irgendwie ist Natur für mich auch etwas Bedrohliches und der Bedrohungsaspekt wandert von der Natur auf den Mensch. Das ist, wenn Sie so wollen, eine neue soziale Konnotation, die offenkundig damit reinkommt. Was Greenpeace auch heftig Schwierigkeiten gemacht hat. Weil die diese aggressive Metapher sehr stark im Vordergrund hatten. Wir schützen die Welt vor dem Menschen. Und das ist nicht mehr so möglich. Marktwirtschaft ist ja auch so ein schillernder Begriff. Und wir haben bei uns diese Definition zwischen sozialer Marktwirtschaft, reiner Marktwirtschaft oder Marktwirtschaft. Die beiden haben wir. Freie Marktwirtschaft. Und freie Marktwirtschaft wird sehr negativ eingeschätzt. Soziale Marktwirtschaft wird bei weitem nicht so positiv eingeschätzt, wie ich erwartet hätte. Das ist also auch ein Begriff, der offenkundig in der Redefinition ist. Also wenn ich das so in den Daten angucken würde, würde ich sagen, so einige Überraschungen für mich waren, in meiner subjektiven Erwartung hätte ich Demokratie für nicht so schon so redefinitionsreif gefunden und soziale Marktwirtschaft auch nicht. Ich hätte geglaubt, das ist ein solideres Konzept. Das scheint aber nicht so zu sein. Es ist durchaus in Frage gestellt und es ist auch nicht sehr eindeutig. Das Einzige, was daran eindeutig ist, ist diese Komponente der sozialen Absicherung. Aber es freut nicht so stark, oder? Nicht so stark wie die Demokratie. Okay.